Ready? Ich bin bereit. Hallo an alle, mein Name ist Mustafa Saritas, ich komme aus der Türkei und bin 38 Jahre alt. Ja, ich weiß, dass ich wie ein Teilnehmer aus der Eurovision Song Contest spreche, aber dies ist mein erstes Video auf Deutsch und ich lerne die deutsche Sprache erst neu. Ehrlich. Um genauer zu sein, lebe ich nun seit 2 Jahren und 4 Monaten in Deutschland. Also, und wenn man mich mit den seit 30 Jahren in Deutschland lebenden Menschen, die auch damit angeben, kein bisschen Deutsch gelernt zu haben, vergleicht, dann gestehe ich bin neu hier. Vornherein habe ich diese Informationen gegeben, damit keiner meine deutschen Sprachkenntnisse kritisiert. So, wieso bin ich dann überhaupt nach Deutschland gekommen? Warum? Sicher nicht, um die mit jedem Tag immer weniger werdenden Türken in Deutschland zu retten. Aber dann, warum? Eigentlich hat es eine einfache Antwort. Dank Erdogan. Ihr habt das richtig gehört. Dank Erdogan. Schauen Sie, ich sage nicht wegen Erdogan, sondern dank Erdogan. Dank Erdogan! Ich bedanke mich sehr bei Erdogan, weil ich, nachdem ich hierher gekommen bin, gesehen habe, dass Deutschland nicht neidisch auf die Türkei ist. Ich bedanke mich bei Erdogan, weil eben die Hälfte in der Türkei lebenden Menschen denkt, dass Deutschland neidisch auf die Türkei ist. Das ist echt leider. Bei manchen Themen denke ich jedoch, dass Deutschland neidisch auf die Türkei ist. Beispielsweise ist die Türkei die Number One für die Inhaftierung der Journalisten. Außerdem ist die Türkei mit der Gesamtzahl der Gefängnisse klar in der Überlegenheit. Und in diesen Gefängnissen seit nahezu 1000 Babys mit ihren Müttern. Das ist echt. Ihr seid neidisch, oder? Wenn ich Deutsche wäre, würde ich auch natürlich neidisch sein. Während eure Journalisten und Babys im Winter frieren und in den gefährlichen Straßen um ihr Leben kämpfen, machen unsere dagegen in warmen und sicheren Gefängnissen Urlaub. Ja, ich denke, ihr habt das Recht, neidisch zu sein. Ist das alles? Natürlich nicht. Beispielsweise ist Deutschland bestimmt neidisch auf die Schutzarme Erdogans. Sehen Sie die Konvoi? Er ist nie allein Cowboy. Jetzt schauen wir auf Merkel und die armen Abgeordneten und Minister, die mit ihren Fahrrädern zur Arbeit fahren. Ja, ich denke, ihr habt das Recht, neidisch zu sein. War das alles? Natürlich nicht. Sagt mir bitte nicht, dass ihr nicht neidisch auf diese wunderschöne Aussicht seid. Jetzt schauen wir mal auf Deutschland. Schaut hin, wie wenig die Häuser aussehen, ne? Dies liegt wenig und allein wegen der Armut. Ja, ich denke, ihr habt das Recht, neidisch zu sein. Ich frage mich, wie die Deutschen nicht neidisch sein können, wenn sie diese freien, völlig von ihren Fesseln und Halsbändern losgewordenen Tiere sehen. Nun schauen wir mal auf Deutschland. Wie traurig die armen Tiere sind. Sie sind alle Gefangene von ihren Besitzern. Leider. 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 Eigentlich wollte ich den enormen finanziellen Unterschied zwischen Deutschland und der Türkei ansprechen, aber doch ich befürchte, dass viele meiner deutschen Freunde das nicht verkraften können. Ich denke, es ist genug. Es ist an der Zeit, ein Ende für das Folter zu setzen. Meine deutschen Freunde, ich verstehe euch sehr gut. Ja, ihr habt das Recht, neidisch zu sein.